Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Ja, wir sind immer noch hier bei dem Wuppermann, bei dem Wahrsager und Schausteller. Na gut, daneben Schausteller. Und wollen dann noch ein bisschen was machen. Also bislang haben wir uns ja nur ein bisschen umgesehen, aber so richtig getan haben wir hier noch nichts. Und das wollen wir jetzt mal machen. Den Wohnwagen haben wir auch schon angesehen. Bertram, den dicksten Hamster der Welt, haben wir auch schon gesehen, ja. Da haben wir schon alles. Und im Inventar haben wir eine Feder. Genau, und damit der Tinte können wir schreiben. Boah, das hat uns auch noch nicht weiter geholfen. Ja, wir müssen ihn jetzt einfach nochmal fragen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ja, er hat eine Weile gebraucht, bis er uns erkannt hat. So, Meister Marco sagt, sie seien sehr reich. Ich glaube, das habe ich noch nicht angesprochen. Wir machen das auf jeden Fall jetzt. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? das müssen Sie als Wahrsager doch wissen. Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube, nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja, dann wollen wir doch mal Glücksrad spielen. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Vielleicht hätte er uns jetzt der Trank mit den Farben genutzt. Wie funktioniert das? Ja, zu spät. Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold? Ja. Also gut. Welche Farbe willst du? Ja, dann nehmen wir doch mal blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Na und? Das war leider völlig daneben. Ja. Willst du es noch einmal versuchen? Das ist eigentlich irgendwie komisch da. Die Nägel stehen ja in der Mitte von den Farben. Ja, doch, noch einmal. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Ja, jetzt nehmen wir mal grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Ist eigentlich völlig egal. Das war leider völlig daneben. Ja, so ganz völlig auch nicht. Einmal versuchen? Ja, doch, ich will es nochmal versuchen. Aber nur noch einmal. Gern. Ich bin gespannt, wie lange das geht. Du? Ja, jetzt nehmen wir mal rot, hier da oben. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Nö, wieder nicht. Das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Das glaube ich, kann man aber jetzt nur ewig noch machen. Einmal. Gelb. So, ja, ich will jetzt gelb. Welche Farbe willst du? Dann haben wir alle durch. Gelb. Es so. Wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Na und? Naja, das ist zu schnell. Das geht nicht. Das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Nein. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Ja, ein 16 hoch 3 ist so auch ziemlich unwahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, was das ist, aber nö. Ja, das, was machen wir denn da jetzt? Oh, Moment mal, wir haben ja noch eine Kugel. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Ja, gute Idee, aber ja, das weiß ich auch nicht. Wir müssen die nochmal anquatschen. Oder einfach so.
Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Ja, genau. Dafür haben wir ja die. Gut, die können wir austauschen. Aber wie können wir den ablocken? Ablenken? Vielleicht nochmal hier wegen des Eichhörnchens da? Hallo. So, Bilbo, na komm. Was kann ich für dich tun? So, mit dem Eichhörnchen stimmt kann das nicht. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. So, und jetzt? Jetzt muss erst dahin gehen. Ja, jetzt schnell austauschen. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Okay. Ah, er tauscht nur die Kugel aus und nicht den Ständer. Ja, das ist gut. Doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, sehr possierlich. Oder woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Ja, genau, fragen wir das mal. Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. Ja, schon erstaunlich. Aber egal, jetzt haben wir die Kugel ausgetauscht, jetzt fragen wir ihn nochmal nach der Zukunft. Jetzt bin ich gleich gespannt, was er erleben wird. Schade, dass ich mir sonst nichts mehr machen kann. Oder ich habe noch nichts gefunden. Ja, egal, wir quatschen ihn gleich nochmal an. Ah, da muss er wieder auf die andere Seite gehen. Hallo. Bilbo, was kann ich für dich tun? Noch einmal in die Zukunft sehen. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Okay. Ob ich ihm Fragen stellen kann? Ja, mach mal. War das die Antwort auf meine Frage? Ha. Können Sie auch sprechen? Er kann also nur Ja und Nein sagen. Also ja, gut. So, werde ich den Erzmagier treffen? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nein. Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Ja, immerhin das auch nicht. Ja, und bei dem Abenteuer nichts Schlimmes passieren? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Ah, bestimmt, ja. Werde ich verletzt? Oh. Werde ich sterben? Ja. Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Ja, dann müssen wir ihn eben nochmal fragen. Oder nochmal Glücksrad spielen. Nee, aber wir kommen ja hier nicht weiter irgendwie. In das Rattenloch kommen wir auch nicht, weil der Tank ja nicht reicht. Ja, wir fragen ihn einfach doch mal. Hallo. Bilbo, was kann ich für dich tun? Ja, nochmal in die Zukunft sehen. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Nicht, dass jetzt das Gleiche nochmal kommt. Dann spielen wir Glücksrad. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Ja. So. Ah, okay. Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Moment, ich kann Ihnen einfach so Fragen stellen und Sie werden mich nicht belügen. Oder? Ah, genau, fangen wir erstmal das. Ich kann Ihnen einfach so Fragen stellen und Sie werden mich nicht belügen, oder? Wirklich? Erstaunlich. Zählt das jetzt auch schon als Frage? Echt?
Ja, toll. Okay, nochmal die Zukunft. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Das geht jetzt ein bisschen zu schnell. Aber gern. Aber macht ja nichts. Hokuspokus. Er ist wieder in Trance. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Okay, also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Ja, genau. Ist es blau oder gelb? Ist es blau oder gelb? Ja, es ist blau oder gelb. Warum denn diese hier? So, oder ist es gelb? Ist es gelb? Okay. Sprechen wir über den nächsten Durchgang. Kommen wir zur nächsten Runde. Genau. Also, ja, als erstes gelb. Okay, da wieder die 2. Erst die ist eine Hälfte grün ausschließen. Oder blau? Ah, okay, also grün oder blau. Und dann? Ist es blau? Also grün. Gelb und grün. Und kommen wir zur nächsten Runde. Aber dann müsst ihr wieder aufwachen. Gelb und grün. So. Ist es gelb oder rot? Was ist nur los mit mir? Oh. Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Also gelb, grün und dann nochmal grün oder blau. So, nochmal die Zukunft. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Ich muss mir das merken. Nicht, dass ich das jetzt vergesse. Also gelb, grün. Er ist wieder in Trance. Und dann nicht gelb und nicht rot. So, dann ist es grün. Ist es grün? Nicht, also blau. Gelb, grün, blau. Einen nächsten Durchgang, den gibt's ja nicht. Kommen wir zur nächsten Runde. Nee, das haben wir ja schon. Das haben wir doch schon. Kommen wir zur nächsten Runde. Ach so, ich muss ja fragen. Ah, gelb, grün, blau. Ist es grün oder gelb? Ich muss einfach Fragen stellen. Ist es grün oder gelb? Und noch eine. Ist es grün oder gelb? Und aufwachen. Ach, nö, noch ist eine Frage. Ist es grün oder gelb? So, was jetzt. Ist nur los mit mir? Gelb, grün, blau. Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ja, hoffentlich habe ich das jetzt nicht. Das macht doch nicht. Ansonsten muss ich das nochmal machen und aufschreiben. So, jetzt der Glücksrad. Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Gerne auch 2, mein kleiner Freund. Oh nö, eine reicht. So, gelb, als erstes gelb. Welche Farbe willst du? Gelb, 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 gelb. So, es wird da. Ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Ja, hoffentlich stimmt das jetzt aber auch. Oh, oh. Ah, doch. Ah, das war leider völlig daneben. Oh, das aber... Willst du es doch einmal versuchen? Nee, also nochmal. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Ja, das werden wir auch machen. Aber jetzt muss ich das aufschreiben, sonst... So, ich habe was zu schreiben da. So, und Hallo. Ah, das ärgert mich jetzt. Aber gut, wir werden das schon rausfinden. Bilbur, was kann ich für dich tun? So, eine... Können Sie mir bitte noch einmal Runde die Zukunft voraussagen? Aber gern. Kuss. Er ist wieder in Trance. So. Ist es grün oder blau? Ist es grün oder blau? Nein, also gelb oder rot. So. Da fragen wir nach gelb. Ist es gelb? Okay, gelb. Also erst ist es gelb. Gut. Kommen wir zur nächsten Runde. So, blau oder rot? Ist es blau oder rot? Ja. Blau oder rot? Dann fahren wir noch nach blau. Ist es blau? Ja, blau. Okay, nächster Durchgang. Kommen wir zur nächsten Runde. So, grün oder blau? Ist es grün oder blau? Okay, jetzt ist er wieder aufgewacht. Ich muss schon wieder eingedöst sein. Es ist nicht das grün macht oder blau. Nichts. Also ist es rot oder gelb?
So, nochmal die Zukunft. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Er ist wieder in Trance. Aber ich habe eine Idee. Über den nächsten Kommen Durchgang. Wir zur nächsten Runde. Ja, genau. Und nochmal. Kommen wir zur nächsten Runde. So, okay. Ich kann ja das nochmal fragen. Blau oder gelb? Ist es blau oder gelb? Aber das ist wieder eine andere Frage doch jetzt, oder? Nein, also ist es grün ist oder es grün? Rot. Also rot. Oh, ich komm... Oh, ich verstehe das nicht. Das war beim ersten Mal schon nicht gelb. Sprechen wir über den nächsten Kommen wir zur nächsten Runde. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Dann versuchen Können wir das wir mit noch dem eine Runde Glücksrad spielen? Ja, los. Gehören auch zwei, mein kleiner Freund. Oh, nö, eine reicht ja. Ich versuch's nochmal mit Gelb. Gelb, Blau, Rot. Welche Farbe willst du? So, ich will wieder Gelb haben. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Nee, wieder nicht. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Ist es jetzt grün? Oh, nö, also ich kapiere das überhaupt nicht. Nö, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also ich verstehe das nicht, also... was machen wir denn da jetzt? Es muss ja irgendwie hier weitergehen, weil wir sonst nichts anderes machen können. Oder ich habe irgendwas übersehen, aber so viel gibt's da ja nicht zu tun. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Jetzt will ich mal blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Das war ja wohl klar. Willst du einmal versuchen? Nee, ich will nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Hey, ich weiß nicht, wie man das machen muss. Also das ist doch irgendwie einfach eigentlich ganz logisch. Betrachten wir den Bertram nochmal zur Pause. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Ja, das ist bestimmt der dickste Hamster. So, jetzt kann man das auch nicht mehr machen. Und dann hier nochmal den Käfig. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. So, ja. Okay, das war's dann. Und hier nochmal den Wohnwagen. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Das Glücks... Ja, vielleicht findet man da irgendwie einen Trick dabei. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht. Ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Ja, das ist auch sehr ratsam. So, zurück in die Stadt wollen wir noch nicht. Wir betrachten uns nochmal das Glücksrad. Solange der Schausteller mir in Trance einige Felder vorhersagt, stehen meine Chancen auf den Jackpot gar nicht schlecht. Ich sollte es einfach weiter versuchen. Ja. Gut, machen wir. Ich weiß jetzt sonst auch nichts. So, einmal Hallo. Versuchen wir das noch. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Er ist wieder in Trance. Ja. So, das Erste. Ist es... Ja, wenn ich jetzt frage, ob es blau ist, dann... Und er dann Nein sagt, dann weiß ich ja immer noch nicht mehr. Ich mache einfach mal. Ist es blau? Okay. Ist es rot? Ist es rot? Auch nicht. Ist es rot oder grün? Ist es rot oder grün? Auch nicht. Bleibt nur gelb übrig. Also beim ersten Mal ist es gelb. Dann auch auf diese Weise kommt es raus. Also gelb. Ich mach mal einen Kringel da um das Gelb. So.
Und dann sprechen wir über den nächsten Durchgang. Jetzt habe ich 3 Fragen gestellt. Kommen wir zur nächsten Runde. Also noch 2. Ja, das müsste ja reichen. Ich frage wieder nach blau oder rot. Ist es blau oder rot? Ja, es ist blau oder rot. Und jetzt haben wir noch grün und blau zur Auswahl. Dann fragen wir blau. Denn grün kann es ja sowieso nicht mehr sein. Ist es blau? Ja, blau. Steht auch da. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Okay, dann nochmal die Zukunft vorhersagen. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Fokus, Pok. Er ist wieder in Trance. Das ist cool, wenn er mal einschläft. Also, mir ist gerade aufgefallen, die Farbe, die hier nicht steht, von den 4, die ist es immer. So, das ist eigentlich recht einfach. Kommen wir zur nächsten Runde. Genau. Aber blau steht jetzt hier. Rot oder grün? Das ist es dann nicht. Das ist es blau oder rot. Und damit kommt blau raus. Ja, gehen wir zur nächsten Runde. Kommen wir zur nächsten Runde. Genau, so. Ist es rot oder grün? Nein, also blau oder gelb. Ist es blau? Auch nicht. Also gelb. Anstatt rot, was ich vorhin hatte. So, jetzt mache ich mal den nächsten Durchgang. Kommen wir zur nächsten Runde. Was ist nur los? Aha, da wacht er wieder auf. Oder war das schon 5 Fragen? Sein. Nee. Ach, das macht doch nichts. So, jetzt will ich Glücksrad spielen. Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Gehört auch 2, mein kleiner Freund. Vielleicht geht das nur, wenn man alle Antworten erstmal richtig gemacht hat. Oder alles durchgegangen ist. Naja gut, also gelb, blau und gelb. Welche Farbe willst du? So, als erstes gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los. Jetzt muss es aber funktionieren. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Ich verstehe es nicht. Ja, aber nur noch einmal. Also als erstes blau. Welche Farbe willst du? Blau war jetzt zuerst. Dann will ich jetzt blau haben. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Hervorragend, du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter, nur noch 2-mal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Ja, jetzt will ich gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Das erste war blau. Nee, das erste, was wir richtig hatten. Doch, der Mond, das erste war auch blau. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Ich glaube, kommt da nur immer blau? Ich will es nochmal blau. Aber nur noch einmal. Das war jetzt nämlich blau. Welche Farbe willst du? Es kommt da immer blau. So, ich will blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Na? Hervorragend, du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter, nur noch 2-mal richtig tippen. Ich will jetzt nochmal blau. Welche Farbe willst du? Ja, nochmal blau. Blau, blau, blau. Es ja, wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Sollte es so einfach sein? So, und. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Ja, ich will es noch einmal versuchen. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut. Los. Also ich komme einfach nicht dahinter. Ich weiß auch nicht wieso, aber... Das war leider völlig daneben. Willst du das noch einmal versuchen? Nee, ich muss mich da jetzt mal informieren. Ich komme da so nicht weiter. Es ist sowieso Zeit, die Folge zu beenden. Dann machen wir das. Ja, so, nee, ich... Lieber nicht. Lassen wir das mal. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren.
Ja, und dann will ich wissen, wie das geht. So, ja, also, ich meine, eigentlich ist das ja ganz einfach, aber... es haut da nicht hin, oder mache ich da irgendwas verkehrt? Ich glaube nicht. Ich werde versuchen, das rauszufinden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird das sicherlich klappen, da bin ich mir ganz sicher. So, also bis dahin. Tschüss.